haben jetzt seit gewusst, man nimmt Zwergel genommen, haben jetzt entwickelt und dann zu einem neuen Part Pokémon Ultramod mit dem Zwergenfürst. Das Egadurm habe ich vernuschelt. Aber okay, einmal kann es passieren. Dann brechen wir mal auf. Hinter die Spiegel. In dessen Wunderland oder was? Nee, Pokémon Ultramond. Auf geht's, durch die Spiegel. Was dahinter ist. Au. Ein großer schwarz-roter Raum. Mutter. So. Man hat mir zwar gesagt, dass wir Eindringlinge haben, aber ich hätte nicht gedacht, dass es sich dabei um Kinder handelt. Die Bosse aus anderen Welten wurden offenbar besiegt. Ich hatte ihren freien Hand gelassen, weil ich dachte, sie für meine Zwecke ausnutzen zu können. Tja, so viel dazu. Was euch betrifft, ich bin schwer beeindruckt. Ihr seid tatsächlich weit gekommen. Sie sind Team Rainbow Rockets. In der Tat. Die Rocket sollte mit Hilfe aller Pokémon die Weltherrschaft an sich reißen. Team Rainbow Rocket ist eine noch größere, noch bessere Organisation. Aha. Und ich bin Giovanni, bin der Boss. Mutter, geht's dir gut, Mutter? Es wird noch eine Weile dauern, bis sie wieder zu sich kommt. Ich habe sie mit der Kraft einer Ultrabestie, auch OB genannt, in diesen Zustand versetzt. Wenn sie aufwacht, wird sie mir eine treue Untergebene sein. Was? Wie konnten sie nur? Team Rainbow Rocket wird über die ganze Welt herrschen. Wir werden eine Armee aus OBs aufbauen. Dafür brauchen wir die Aether Foundation und ihre Technologie aus einer anderen Welt. Doch Technologie ist nicht alles. Ich weiß auch deine Fähigkeiten zu würdigen. Nur wenige hätten es bis hierher geschafft. Ich mag starke Trainer, sehr sogar. Möchtest du deine Stärke vielleicht Team Rainbow Rocket zur Verfügung stellen? Nein, niemals. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich ja klicke. Also, klicken wir mal ja. Wird doch bestimmt spannend. Ha! In so einer Situation sollte man keine Scherze machen. Ah, okay, ich darf nicht beitreten. Mist, ihr wollt schon immer mal Team Rocket beitreten. Das wäre mal ein Scherz wert gewesen. Das wäre es mal wirklich wert gewesen. Das wäre eine coole Wendung gewesen. Merkwürdig. Man sollte es nicht möglich halten, dass sich mir ein Kind wie du in den Weg stellt. Und doch macht es mich irgendwie nostalgisch. Wenn du dich unbedingt gegen mich auflehnen willst, dann mach dich bereit, Höllenquaden zu erleiden. Wicht. Ah, nice. Auch noch mit Team Rocket Musik im Hintergrund. Team Rainbow Rocket Giovanni fordert dich raus. Oder Giovanni. Ich habe keine Ahnung, wie es gesprochen wird. Giovanni oder Giovanni. Keine Ahnung. Sagt ihr es mir. Wir fordern ihn heraus. Dictry! Na, den hier. Los, Nick, Rosma! Das ist der finale Kampf in dem Rainbow Rocket Schloss. Das kriegen wir doch gebacken. Das kriegen wir hin. Los, Nick Rosma, Phantomengeysir.
Na, wenn das nicht zwingt. Das brachte allerdings etwas. Diktri wurde besiegt. Ein paar Erfahrungspunkte für Necrozma. Und weiter geht's mit Rihornior. Altbekannte Pokémon aus altbekannten Kämpfen von Giovanni in altbekannten Pokémon-Editionen. Wäre es denn mit Juwelenkraft, würde das etwas bringen? Nein, es würde nichts bringen. Nicht sehr viel zumindest. Aber das würde etwas bringen. Sehr viel sogar. Versuchen wir es doch mit Phantomengeysir erneut. Phantomengeysir! Aufi! Ja, das bringt hier sehr, sehr viel. Rihornior besiegt. Das geht ja aber schnell. Ich sollte mich nicht täuschen, weil es wird noch schwieriger, denke ich. Nidoking! Drei Pokémon waren es noch bei ihm. Da kommt auf jeden Fall noch was. So einfach wird der Boss hier nicht besiegbar sein. Erzbeben. Oh hei. Oh, ich habe es tatsächlich überlebt. Phantomgeysir. Ich setze jetzt immer weiter Phantomgeysir ein. Nice, wie das hier wirkt. Necrozma haut ordentlich rein. Der kriegt's hin. Scheint ein bisschen schwächlich zu sein. Der liebe Giovanni, der liebe Team Rocket Boss. Gegen meine Attacke kann der nichts ausrichten. So, Necrozma wurde besiegt. Ja, das war mein erstes Pokémon, das besiegt wurde. Wie ist es denn mit Chuck? Kann Chuck den Kampf hier noch weiter aushalten? Wurde von Spitzensteinen getroffen. Okay. Risikodecke. Versucht das mal. Erdkräfte. Ja. Oha, die bringen viel. Die Erdkräfte. Verdammt. Ich hatte es etwas unterschätzt. Galoppa. Wie gut bist du in diesem Kampf? Noch zwei Pokémon haben wir hier. Und ich weiß, was das letzte Pokémon ist. Ja, schwer ist das nicht zu erraten. Und wäre es denn mit Stromstoß? Um das Nidoqueen zu besiegen. Wohl eher weniger. Oh, ja, das ist stark. Wie wäre es dann mit Schlagbohrer? Die altbekannte Attacke aus dem letzten Part. Ja. Und da war es nur noch eines. Da war das letzte Pokémon. Steve erreicht Level 62. Schön für ihn. Steigt da mal wieder in einem Level an. Als nächstes wird Mewtwo eingesetzt. Oh, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist Mewtwo. Wir werden es bekämpfen. Mewtwo Level 70. Was soll Galoppa tun? Schlagbohrer, haut drauf. Ein Mega-Stein. Mewtwo's Mega-Entwicklung. Mega-Entwicklung Y natürlich. Ja, verdammt hässlich sieht das aus. Mega-Entwicklung X ist deutlich besser. Na komm. Okay, es hält ein bisschen was aus. Und kann eine ordentliche Attacke einsetzen. Joa, Galoppa wurde besiegt. Nice. Kann auf jeden Fall etwas. Das Mewtwo. Nicht schlecht. Kein One-Hit. Kein One-Hit-Kill hier. Beim ersten Mal mit Galoppa. Aber ich habe hier auch noch Beleber und Tränke mit dabei. Wie wäre es denn, wenn ich die auf Galoppa einsetzen würde? Das wäre vielleicht gut. Psychostoß. Nice. Nice animiert. Der Psychostoß. Alle Respekt. So sah das gewiss nicht aus in Pokémon Gelb oder in Pokémon Rot oder in Pokémon Blau. Das haben wir so gut hingekriegt. So, ich bräuchte dann mal ein Tränkchen für das liebe Galoppachen. So, Galoppa wurde aufgefrischt. Kann wieder eintreten in den Kampf. Und die wurde besiegt. So, dann waren es nur Galoppa und Pikachu. Da muss Pikachu wohl als letzte Bastion meines Teams nehmen. Ich musste mal kurz überlegen, wie ich das ausspreche.
Die Tornadung. Komm. Bring es zu einem Ende. Ja, das ist ein Ende. Es ging erstaunlich schnell. Aber war ein epischer Kampf. Das war ein harter Kampf. Zwangfee gewinnt 22.400 Pokémon-Dollar und geht reich aus diesem Kampf hervor. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Es wäre töricht von mir gewesen, gegen ein Kind wirklich ernst zu machen. Na gut, ich werde dir das Ätherparadies überlassen. Aber Team Rainbow Rocket wird niemals untergehen. Vergiss nicht. Was soll ich nicht vergessen? Wobei, du löst das ganze Schloss in Luft auf, oder was? Wird's zerbröckelt? Oder was passiert hier? Sieht schlimm aus. Dieses Mal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Hoffentlich nicht so bald. Und alles ist wieder weiß. In Äther-Stil. Das Schloss ist verschwunden. Der Achomat hat sich aktiviert und die wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Das kann nur eins bedeuten. Du hast den Rocket verjagt. Stimmt's? Achomas. Bromley. Besser spielt als nie. Was? Für einen Trainer wie dich, der eine starke Verbindung zu seinen Pokémon hat und es schafft, ihnen ihr wahres Potenzial zu entlocken, war das sicher ein leichtes. Ja, gegen den Rocket-Typen war das wirklich leicht. Es gab schwerere Zwischengegner. Muss ich wirklich sagen. Schwer war das nicht. Leicht war das sehr. Durch deinen Sieg über den Boss von Team Rocket sind anscheinend auch die Leute, die er mitgebracht hat, in ihre eigenen Welten zurückgekehrt. Und ich weiß nun, was mein nächstes Forschungsthema wird. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Achomas ist wirklich ein beeindruckender Wissenschaftler. Aber er ist auch ein wirklich seltsamer Mensch. Da steht die Samantha wieder auf. Wo bin ich hier? Lenny? Zwergenfee? Präsidentin? Mutter? Zwergenfee hat Team Rocket verjagt. Was? Team Rocket? Aber das muss schrecklich gefährlich gewesen sein. Ja, sie war fantastisch. Zwergenfee, du hast mich schon wieder gerettet. Ich danke dir von ganzem Herzen. Fabian? Frau Präsidentin, ich bin so froh, dass Sie wohlauf sind. Das sind Sie doch, oder? Ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Was ist mit dir, Fabian? Geht's dir gut? Ja. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Das Wichtigste ist, dass es Ihnen gut geht. Oh, Lilly ist wütend. So was, Lilly. Wie es aussieht, hat die Aufregung um Team Rainbow Rocket den Erinnerungsvermögen ein wenig durcheinander gebracht. Ich würde niemals Team Rainbow Rocket in unsere Foundation einladen, um meine Karriere voranzubringen. Nie im Leben. Sicher? Fabian? Es tut mir so leid. Da haut er ab wie ein Feigling. Jo, haben wir das Äther-Paradies mal wieder gerettet. Die ganze Welt haben wir mal wieder gerettet. Ja, wenn die hier ausgebrochen wären aus dem Äther-Paradies und die ganze Welt überschwommen hätten. Überschwemmt. Zwangfee, vielen Dank für deine Hilfe. Du hast das Äther-Paradies gerettet.
Mutter geht es gut. Sie wird gerade im Krankenzimmer untersucht, aber sie scheint unverletzt zu sein. Und Fabian ist... Ja, der ist abgehauen. Na los, Fabian. Geht es vielleicht auch ein bisschen schneller? Warum muss ich solche niedrigen Tätigkeiten... Warum muss ich solche niedere Tätigkeiten verrichten? Hey, Hilfskraft, Beilung, bitte zack, zack. Hilfskraft? Bitte, nenn mich nicht so. Ich bin viel mehr als eine einfache wissenschaftliche Hilfskraft. Sieht aus, als stünde ihm noch ein langer Weg bevor, wenn er irgendwann wieder Regionalleiter werden will. Ach, fast hätte ich's vergessen. Hier, für dich. Du hältst 55 Exemplare des Items Riesen-Nugget. Ich bin reich. Das können wir gewinnbringend verkaufen. Riesen-Nuggets wurden in der Itemstasche verstaut. Damit wollte Team Rainbow Rocket bestimmt seine Tätigkeiten finanzieren. Sie waren im Zimmer der Präsidentin versteckt. Bei dir sind sie besser aufgehoben. Oh ja, ich bin reich. Witch Boy. Witch Girl. Zwergfee. Hey, Pia, hilf mir doch ein bisschen. Ich bitte dich. Selbstverständlich, schon unterwegs. Bis später. Im Ätherparadies ist alles wieder beim Alten. Wie dir zu verdanken, Zwergfee. Team Rocket hat mir zwar Angst gemacht und meine Mutter hat mir schreckliche Sorgen bereitet, aber... Es hat Spaß gemacht, noch einmal zusammen mit dir ein Abenteuer zu bestreiten. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Wenn ich irgendwann auf Inselwanderschaft gehe, würde ich mich freuen, wenn du an meiner Seite wärst, Zwergfee. Es ist dann Zeit für mich zu gehen. Bis bald. Wir sehen uns, Lilly. Du bist ja nicht aus der Welt. Als in Pokémon Sonne ist sie nicht abgereist. Oh, wen haben wir denn da? Giovanni. Der ist noch hier. Dieser Wicht hat echt Talent. Mal sehen, in welche Welt treibe ich als nächstes mein Unwesen. Da löst er sich auf und geht in eine neue Welt. In die 8. Generation. Womöglich. Lassen wir uns überraschen. Die dürfte ja demnächst bald kommen. Pokémon Ultramond RR Episode Ende. Da haben wir es abgeschlossen, die RR Episode. Das war eine ausgewöhnliche Sache. Toll gemacht, Zwergenfee. Der Rotom Pokédex meldet sich zu Wort. Schön, schön. So, dann brechen wir mal auf. Und erleben noch ein paar andere Sachen. Hier. In der Welt der Pokémon. Es gibt da noch ein, zwei Sachen, die ich gerne machen würde. Gibt es noch etwas zu entdecken. Das mache ich noch mit euch, aber das Let's Play neigt sich langsam dem Ende. Ja. Nicht mehr lange wird es dauern. Und dann haben wir hier einen letzten Part von Pokémon Ultramond. Mit dem Zwergenfürst. Ja. Wir steuern steil bergauf. Entgegen. Ja. Team Rainbow Rocket haben wir besiegt. Und jetzt können wir uns entspannt zurücklehnen erstmal und ein paar Wildnisabenteuer begehen. Ja, aber erstmal zurück. Und zwar zurück nach Pony. Dann geht es nämlich weiter für uns. Im nächsten Part im Dorf des Seevolkes. Nein. Ein bisschen woanders. Aber ihr werdet es ja sehen. Seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Drückt mich nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl. Haut ihr rein. Man sieht sich. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.